Ja, hallo. Ich bin's, euer Shinigami. Hier, hallo. Ich habe gerade gestreamt und zwar mit einem inkompatiblen Codec, wie auch immer. Hat also nicht funktioniert. Demnach, ich habe das Wasser abgelassen aus dem System. Da ich gleich noch einen Radiator anbaue. Ich habe schon einen Schlauch rausgenommen, der war hier. Also, so war der da drin, hat die Grafikkarte mit dem oberen Radiator verbunden. Und ja, ich muss mir jetzt kurz eine Sekunde. Das hier müsste der richtige Imbus sein. Oder auch nicht. Ja. Mir jetzt auf die Schnelle einen Imbus her. Der passt, keine Ahnung. Ich mache es mir vorsichtig mit der Zange, damit ich die Schrauben nicht. Oh, die haben. Ah, die haben keine Riffelung. Habe ich nicht noch irgendwo einen passenden Imbus rumliegen? Habe ich nicht. Moment. Okay, das ist merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, wo die Verpackung von meinen Grafikkarten ist, wo der Imbusschlüssel dazu ist. Ich guck gerade noch mal, die müsste eigentlich hier sein. Tada! Ich habe sogar zwei gefunden. Die lagen oben auf den Grafikkarten drauf. Die lagen ganz unten im Karton versteckt. Naja, wenn man seine eigene Ordnung nicht kennt. Gut, jetzt. In die Richtung. Ist das mal aus Versehen noch fester dreht? Das muss ja nicht sein. So, jetzt wieder ein Stück Klopapier. Erstmal nicht tropfen, dann zum Sauber machen. So. Gut. Jetzt mal trocken. Und ja, das tropft. Jetzt nochmal hier oben hier kurz drauf. Gut. Demnach. Nach meinem neuen Plan. Hier drauf. Ja, das sollte reichen. Und du kommst jetzt unten drauf. Das wird ein bisschen merkwürdig aussehen, aber das ergibt noch Sinn. Hoffe ich zumindest. Dann, wo habe hey, jetzt fehlt ein Teil. Das ist jetzt besonders gut. Ist jetzt ausgerechnet das Teil fehlt, weil ich das nichts verbauen wollte.
irgendwo. Irgendwo muss es sein. Das ist nämlich eine Slotblende, wo der Schlauch durch soll. Ja. Ah ja. Nein. Irgendwo wird sich schon finden. Unten drunter also nicht. Natürlich echt genial, da will man da was verbauen. Dann machen wir es mal kurz in der Hand und auf einmal ist es weg. So, das wäre dann für die. Damit ist noch eine Slotblende raus. Dann habe ich fast alles. Sind nur noch drei normale drin, alle. Drei Slotblenden. So. Hab sie. Das ist jetzt die Durchführung für meinen Schlauch, den ich hier drüben aufgehängt habe, damit er ein wenig gerader wird, weil der eben schön gerollt war. Passt natürlich ganz genau. Deswegen gibt es hier auch. So ist natürlich jetzt nicht ganz das Design, sondern ein bisschen vom Antatschen dreckig. Naja, Moment. Vorher waren da noch diese zwei Ringe drin aus Gummi. Die haben aber nicht gepasst. Ich dachte, ich hätte es in der passenden Größe bestellt. Aber anscheinend nicht. Das hat nämlich nur ein 8er oder 9er Durchmesser hier, das Loch. Das ist relativ klein. Da passt. Es haut ab. Da. Da passt eben der Schlauch nicht durch. So, die Slotblende kommt jetzt als erstes mal rein. Dann habe ich die Schraube. Und noch. Ach nö. Ah, da ist sie. Okay. Ah, ich habe sie. Eine schwarze Schraube auf dem schwarzen Netzteil. Ist natürlich genial. Slotblende drin. Wow, das wird eng. Hoho. Das wird tatsächlich eng, weil es ist nicht groß genug. So an sich. So haarscharf, wie das da wahrscheinlich durchgehen wird. Das ist wow. Ja. Es geht durch ohne zu quetschen, aber der äußere Rand passt nicht. So, jetzt können wir müssen das ja durchführen. Dahin, wo wir es brauchen, und das wäre hier oben. Dann gibt man noch mal ein bisschen extra was dazu, falls man denn das Ding irgendwie bewegen will. So, also man kann noch ein Stück dazu geben, und mein halber Schlauch ist gleich schon wieder weg. So, dann müssen wir noch. Es wird auch relativ knapp, müssen wir dahin. Schere, ich komme gerade nicht dran. Bin ich denn hier? So. Da. Jetzt könnte es natürlich wieder anhalten, aber es passt. So. Schön mit der Kinderschere. Abgeschnitten.
natürlich die Frage, muss ich da dann irgendwie... Oh, oh. Das wäre so eine wunderbare Ecke, ob ich da vom von dem Draht was abmachen soll. Gute Frage, ne? Ich denke mal, ich lasse das so, das wird schon funktionieren. Das muss ich immer ein bisschen fügen. Die Pumpe sollte stark genug sein. So, das Gegenstück drauf. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen zurückschieben. Zurück, zurück, zurück. Und drauf damit. So, das sitzt. Und das hier gleich auch. Jetzt habe ich von hier aus drehen, sonst komme ich nicht gut genug dran. Natürlich schön, wenn man das obere Gewinde dann gerade noch mit anzieht. Ist natürlich nicht, aber was sollen wir machen? In die falsche Richtung. Muss man immer wieder mal nachziehen. Locker nicht auch ein bisschen. Naja. So. Jetzt so scheint es einigermaßen zu funktionieren. Ja. Ist hier überhaupt hier unten? Weit. Moment. Ja, doch, das sollte man sehen. Gut. Dann kommen wir zum großen Teil der Sache. Den könnt ihr jetzt nicht sehen. Der große Teil, der Sache. Die stopfen noch nicht drauf. Müssen da noch hin. Oh ja. Na dann. Also den obligatorischen Imbus. Das ist dann Nummer 6 oder Nummer 7. Weiß ich nicht genau. So, jetzt haben wir hier 5 Stück, da der hier ein Loch hat und hier 3 Stück. Oben und unten, dann kommt man auf 5, die man hier anziehen muss, bei 2 Anschlüssen, die man dann eben dran hat. So, Schraubenzieher wechseln. Gut, dann, oh, der wird schief, was ist los? So. Fertig ein bisschen. Ja, nicht wirklich, aber... Ich glaube, der Kopf von dem Ding ist schief. Oder das Gewinde. Keine Ahnung. Wenn es am Ende dicht ist, interessiert es mich nicht mehr. Gut. Dabei jetzt natürlich hier oben und unten den oberen Ausgang als den vorderen Ausgang hier da nutzen wollen. Machen wir vorne und hinten zu. Oder? So, setzen wir jetzt einfach nur mal an. Ziehen die dann gleich fest. Wenn sie denn in ihr Gewinde rein wollen. Ja. Jetzt also doch. Hinten noch. Und noch einmal hier hinten.
Gut. Er ist dicht. Auch. Hier auch und noch einer. So, der müsste auch so sein. Ich hoffe mal, die halten auch dicht. Ich weiß nicht. Nicht testen, sonst muss ich den wieder ausleeren und hier und da und ein bisschen warten, bis er trocken ist und so weiter. So. Dann habe ich mir überlegt, habe ich hier zwei Fittings. Einmal gerade und einmal 90 Grad. Gut, weil das vielleicht nicht die beste Lösung. Ich hätte beide 90 Grad nehmen sollen, weil es eben übersteht hier hinten. Aber gut, ich habe eben nicht nachgemessen. Gehe ich mal wieder so hin. Naja. Gut, dann erstmal Nummer 1. Da haben wir den 90 Grad Winkel. Kommt oben ran, da habe ich mir so überlegt. Nein, das gibt's nicht. Ist das jetzt dein Ernst? Ich brauche dafür noch einen Anschluss. Die sind ja witzig. Brauche ich noch ein Fitting für? Was mache ich jetzt? Kein Fitting übrig. Wie witzig. Bin ich ja bescheuert. Ich kann meinen PC nicht anmachen. Ich habe mein Fitting da ist. Soll es aussehen. Da muss hier noch eins dran. Okay. Um ehrlich zu sein, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann würde ich sagen, mache ich das mal so weit fertig, wie es geht. Und verbinde dann den erstmal nochmal mit dem hier oben, damit das funktioniert. Und der später. Naja, naja, übermorgen dann, morgen ist Freitag, das heißt, ich bekomme das Paket Samstag, das passt. Das passt ganz gut. Ah, jetzt haut das Ding auch noch ab. Aha. Oh. Hier hinten ist es. Alles klar. Dann würde ich da mal sagen, oben ab. Und drauf. Dass das Element noch drehbar ist, verstehe ich irgendwie nicht, aber was soll's. Solange es dicht ist, ist doch gut. Ja, dann würde ich da mir noch einen zweiten Bogen bestellen, dann kommt er da dran. Naja. Einfach mal wieder fest. Nee, Moment. Gar nicht. Noch den Schlauch fertig dran machen.
Zumindest von der passenden Länge her. So. Weil der kann ja schon dranbleiben, das ist ja nicht das Problem. Gut, dann. Ja. So, als erstes ist er fest, bis der Schlauch sich ein bisschen geformt hat. Und dann kann man noch mal ein bisschen nachziehen. So, dann jetzt durch die Blende. Jetzt wird's lustig. Jetzt muss ich von da ganz hinten, vielleicht die Reihenfolge nicht ganz so schlau, aber ist eigentlich egal. Da hinten muss ich an der Grafikkarte vorbei natürlich. Erstmal wieder bis hier hinten rein. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir den Schlauch so weit durchschieben, wie wir es brauchen. Na komm. Einigermaßen gut aus. Mal ein bisschen. Kann man hier auch die Kabel reintun, wenn sich so ein bisschen aus dem Weg biegt. So, das würde dann hier eben an die Grafikkarten vorbei. In schönen Bögen. Bis da hinten hin reichen. Ja, vielleicht so lang. Das ist ja auch ein bisschen passend machen, dass es hier nicht blockt. Dann hier ab. Na, die Bastelschere. So. Und von meinen 3 Metern bleibt mir, naja, sagen wir mal, jetzt können wir nochmal hier. Das ist jetzt, ich mal, ja, so ein Meter wird mir noch bleiben. Meter, Meter 10, Meter 20 vielleicht. Ein bisschen über Armlänge. So von ausgestrecktem Finger bis zur rechts Fingerspitze bis links Schulter. So. Ein Stück ist es noch. Das würde ich auch noch brauchen, nehme ich an. So. Dich können wir nicht anschließen, dich können wir anschließen und dafür muss aber wieder zurück. Das wird jetzt eben dann, weil es nicht anders geht, erstmal so angeschlossen. Irgendwie. Ist natürlich jetzt ein bisschen unschön, natürlich, aber gut. Ich dachte auch, das wird jetzt anders laufen, aber naja. So. Jetzt muss ich irgendwie hier hinten drauf kommen. Nicht so gut. Wird dann natürlich in Biegung gehen, aber nicht so sehr. Aber irgendwie kriege ich schon unter. Na komm. So. Das kann man dann irgendwie hier. So. Das passt sogar noch ganz gut. Alles klar. Gut, damit hätten wir den Kreislauf erstmal wieder geschlossen. Erstmal sage ich, weil da
Eigentlich wollte ich den Schlauch noch, wenn ich austauschen, was ein bisschen schwierig ist, noch mit einer Feder versehen. Das war meine andere Option, aber ich hatte bis dato keine. Und jetzt habe ich ja wieder eine. Von daher. Ah, komm her. Ab das Ding. Die Feder drauf. Das funktioniert jetzt. Oh Gott. Das wird schwer. Oh, komm. Jetzt hat sich das aufgeweitet durch die, weil ich es angeklemmt habe. Es ist geweitet. Ich bin irgendwie hier reingekommen. So, da habe ich den Anfang und jetzt kann man das mit ziehen und drücken darüber bekommen. Ja. Irgendwie musst du doch rübergehen. So. Stück für Stück. Klar. Noch der letzte Rest. Ach komm, die letzte Windung noch. Kann nicht sein, dass die hängt. So. Da haben wir den Draht drauf. Aha, jetzt ist nicht gültig. Und ich hoffe, der stabilisiert das ein bisschen, weil der Schlauch hat sich durch, dadurch, dass ich der Biegung gefolgt bin, die er hat, hat sich ein bisschen zusammengedrückt. Naja. So. Ah, genau in dem Bereich, wo es sein soll. Jetzt geht es dafür da ohne Probleme drauf. Naja. Gut. Dann haben wir doch fast schon alles Wichtige geschafft. Jetzt muss ich den natürlich immer ein bisschen hoch und runter heben, aber das geht schon. So, jetzt haben wir natürlich Kühlfläche geschaffen, eine ganze Menge, aber das ist mir nicht genug, da kommen noch die hier drauf und die muss ich erstmal aufmachen. Wie spät haben wir denn schon? Ja, wie ich mir gedacht habe, es ist spät. So, aufgemacht und noch einmal, weil ich brauche ja 4 Stück. So. Und zwecks verdeckter Optik oder nach Möglichkeit verdeckter Optik und dem indirekten Licht, was ich dann erzeugen möchte, und das Ganze auf die andere Seite. Danach muss ich das jetzt drehen mit dem Radiator oben drauf. Eigentlich geht das noch ganz einfach, da ich den umlegen kann. Schönerweise. So. Okay. Genau. Ja. Rückseite schön verkabelt. Wunderbar. Das
Kann man so aufkriegen. Genau so schön. Und da sind sie. Ach komm. Geht schon ein anderer Karton. So. Dann einer nach dem anderen. Ah, Montageschrauben. Die ich ja jetzt nicht brauche. Zumindest nicht die großen. Und da ist er, der erste Lüfter. Suchen wir nochmal die passenden Schrauben. Das sind 25 mm. Da brauchen wir die 30. 1, 2. Okay, das sind ganz andere. Nochmal 30 und 30. Da. Nochmal 30. Schön. In die Überlegung, wie ich die anbringe. Da. Moment. Ich wollte sie drückend. Das heißt so. Soll ich ja so anbieten, ne? Ist ja jetzt nicht so kompliziert. Komplizierter wird dann das Anschließen des Ganzen. Eventuell kommen da noch Halterungen drunter, muss ich nochmal gucken. Oder ich baue mir jetzt, also entweder bestelle ich mir welche oder ich baue mir welche. Das geht ja auch erstmal so. Läuft ja noch nicht, das Ding. Ach, das ist so herrlich einfach, wenn man einfach nur die Lüfter dran hält, das Loch sucht, findet und einfach reinschraubt. Oh, jetzt fängt schon wieder an. Geht schon doch nicht ganz so einfach. Aber ist ja nicht so wild. Hauptsache die Dinger hier rein. Gut, den muss ich dann noch festdrehen. Und andrehen. Braucht ja gar nicht viel Zug, das hält, muss ja nicht viel halten. Ich muss ja nur den Lüfter vom Wegfliegen abhalten. Und das schafft man allemal, wenn man das ganz locker ein bisschen anzieht. Na? Mit dir. So. Gut, der erste Lüfter sitzt. Ja, ihr seht schon das Problem mit der Verkabelung. Wir haben hier keine Möglichkeit, irgendwo reinzugehen und dann irgendwo passt das nicht. Wir müssen also entweder hier oben rein, wo es dann aber ein Problem wird, weil die Tür oder das Seitenpanel auch hier unten reingeht und noch nach unten ist. Das heißt, du hast so, man hat so eine Ecke, die in eine Gegenecke reingreift und da musste das Kabel durch. Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich mir hier was rausfeile oder sowas, um die Kabel da durchzubekommen. Aber erstmal wollte ich versuchen, das mit der Seitentür dennoch zu machen, dass ich die einfach ein wenig einklemme. Normalerweise, die Kabel sind ja flach, ich die einfach hier so da rein klemme. Der Anschluss ist eben hier. Ich gebe das gerade mal probeweise. Ja. So, mal eins. Oh, hatten wir nochmal zwei da. Nochmal Montageschrauben und ein Garantiezettel.
Ich meine, wann braucht man die schon mal bei einem Computerlüfter? Ich habe noch nie erlebt, dass einer den Geist aufgegeben hat, von daher. Naja. So, also auch drückend. Demnach auch Lüfter nach vorne. Und die Lüfterblätter nach vorne. Was ich auch noch sagen wollte, ist der Abstand bei dazwischen ist bei, ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei diesem Monsterkühler so ist, also Monsterlüfter, so Radiator, das ist schon durcheinander, so ist, oder ob das bei allen von Alpha Cool so ist, der Abstand ist wirklich breit, der ist breiter als 5 mm, die man eben mit der Schraube noch reindreht. Ja, doch. Das sind, naja, wahrscheinlich eher so 7 oder 8 mm. Das ist nochmal eine extra Sicherheit und ein extra Abstand, damit das leiser wird. Das ist bei Phobia nicht so, da ist das wirklich so, dass man dann mit der Schraube schon auf dem Blech aufsitzt, wenn man sie fest anzieht. Das macht das Ganze natürlich dann auch theoretisch lauter, aber ist ja dann immer, muss man für sich selbst ausprobieren, wie viel Lautstärkenunterschied das macht. Ich habe es ja jetzt auch noch nicht ausprobiert. Mir wird sich das auch erst noch eröffnen. Ja, das waren die noch drei drin. Alle mal rausgeholt. Dann alles klar. Die Schraube sitzt, seziert sich nur ein bisschen. Jetzt die nächsten noch. Die sitzt auch, aber wahrscheinlich ein bisschen schlecht im Gewinde drin. Wenn ich passend in die Gewinde. Und per Zufall sitzt die auch direkt. So, jetzt nochmal vorne. Raus, dass das Gewinde besser passt. Und es geht schon ganz gut. Na? So. Glatt hier oben drauf. Das Ding ist lackiert. Rutscht das ganz gut. Lack auf Lack und dann noch. Jetzt ist er noch leicht. Ich meine, wie viel wiegt der Radiator? Ich weiß es nicht. 1,5 Kilo oder so. Könnte hinkommen. So, schauen wir mal hier hin. Also mir waren die Dimensionen des Ganzen so eigentlich von den Daten her waren die mir natürlich bekannt, aber ich habe mir nicht bewusst gemacht, wie groß dieser Radiator und wie groß 140er Lüfter 4 Stück in einer Reihe dann tatsächlich sind. Das ist schon gigantisch. Habe ich jetzt so auch noch nicht unbedingt, also da habe ich, würde ich mal sagen, habe ich mich klassisch verschätzt. Oh, ist ein Montageschrauben entweder vorher rausgefallen oder es war gar keine dabei. So, wo waren wir denn jetzt hier? Den mal ein bisschen hier gerade ziehen. Gerade, 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 gerade. Und auch angeschlossen. So, machen wir den schon mal auf. Auf, auf, auf. Natürlich jetzt genial, dass ich ein schwarzes T-Shirt anhabe, hier der Großteil vom Computer auch schwarz ist. Und die Lüfter natürlich dann auch. Naja. Aber so ist es nun mal.
So. Next one, please. Dann wieder einmal die Schrauben rein. Schraub, schraub, schraub. So, noch die hier. Das ist so viel einfacher, wenn man gucken kann und das, wenn man nicht darauf achten muss, dass der Radiator, dass man den auf der Position hält, in der man den festschrauben will und so weiter. Das ist einfach eine Schraube rein, durch beide Löcher durch und dann findet man schon das Gewinde von allein. Also, das ziert sich wieder ein bisschen. So, festgedreht. La, di da, di da. La, di da. La, di da, la, la. Oder irgendwie so geht er doch bestimmt. Alles klar, noch einer. Und dann auch schon beim letzten Lüfter. Gut, achso, anschließend könnte man den noch. Das nur so, oder ist das kürzer? Das wirkt wohl nur so. Waren jetzt die Schrauben, die Montageschrauben. Nochmal derselbe Garantiezettel. Und aufgemacht wird es auch schon. Da. So. Ah, da mache ich alle so, oder? Wieso nicht? Notfalls kommt auf die andere Seite. So. Moment. Also es sieht schon beeindruckend aus. 440er Lüfter. Ja. Ich musste ja auch unbedingt den größten nehmen, den ich finden konnte. Da habe ich mir gedacht, wenn schon, denn schon. Die kannst du dann auch noch bei deinem nächsten System verwenden. Kannst du den großen mitnehmen und dann geht die Übertaktung raus und passt dann schon. Ohne Übertaktung wird er ja auch nie so warm werden, dass ich das bräuchte. Aber naja. Übertaktet macht das halt dann doch noch einen Ticken mehr Spaß. Immer noch ein bisschen, dass ich mit dem Anschluss hier nicht aufgepasst habe, sonst hätte ich den jetzt schon fertig machen können. Ach, dann muss ich noch warten. Ah, falsche Richtung gedreht. Und noch zwei Schrauben und dann sind wir mit dem Lüfter fertig. Und mit dem Lüfter auf dem Radiator. Gut.
Tja, so wäre eigentlich der Plan. So weit, so gut. Ja, Gott, was soll's, der kommt bei dir rein. So, Kabelmanagement natürlich voll für den Eimer. Das ist mir auch klar. Wird aber auch nichts dran ändern, dass es einfach viel ist. Vor allem, weil ich hier unten den Schlauch durchgelegt habe und so. Soll ich jetzt hier drüben? Genau. Ach, sind doch vier Plättchen im Montageschrauben. So, jetzt habe ich hier noch. Ups, ein Stück Schlauch. Dreimal so rosa. Drei rosa Pakete. Oder auch Zipbeutel. Ich wusste gar nicht, dass es die in rosa gibt. Wie süß. Genau, und da fällt dann schon mal der Teil, der extra gekostet hat, raus. Das ist ein Einsteck, ne, Einschraubleuchtelement für für hier oben den Zylinder. Das werde ich einbauen. Ich habe zwar schon eins davon, das war dabei bei dem Reservoir, aber naja, ich habe es ausgebaut und jetzt baue ich es wieder ein, weil ich hier habe eine LED. Ach komm, weil hätte ich nicht so. Und warum ich jetzt einmal den mit dem Stöpsel gekauft habe, hat einen ganz einfachen Grund. Bei den anderen, die sind nur, da ist nur eine LED drin. Allerdings war die dann so abgebildet. Also LED und ein Molex-Stecker. Geliefert wird es aber so. Mit einer Molex-Verlängerung. Demnach die anderen beiden. Auch wenn die jetzt zusammengetackert sind, dann kriege ich hoffentlich trotzdem raus. Moment. Wenn die Tüten beisammen bleiben, muss ich ja nicht unbedingt gestreut haben. Ja, seht ihr? Es war eben tatsächlich nur so praktisch abgebildet und der zweite Molex-Decker hat gefehlt, deswegen. Ich habe da auch nicht großartig gelesen. Mal wieder. Hätte ich vielleicht machen sollen, da stand was bestimmt drin. Habe ich jetzt eigentlich mit dem Kappe. Hatte ich mir gerade überlegt gehabt. Die Pumpe hat nur einen Eingang oben, ja? Ach, notfalls kommt irgendwo noch ein Reservoir rein und dann passt das schon. Ja. Hier geht es ja nicht die Einschraubteile mehr zu groß. So, dann haben wir eine LED für das Reservoir und zwei für meinen Wassertank hier oben. Mein Slot-Wassertank. Wie auch immer. Molex haben wir natürlich da. Nicht gar nicht. Irgendwo da unten habe ich. Muss ich vielleicht mal gucken. Ist alles schwarz, deswegen. Naja. Gut, dann. Muss erstmal hier. Na. Ach komm. Na, so vielleicht nicht unbedingt. Ah. Die schwere Tür. Und schon ist wieder alles ab. Weil, um ans Reservoir ranzukommen. Boah, steht ja noch der Lüfter da drauf. Der Radiator. Fühlt noch mal 5 Kilo schwerer mit dem Teil oben drauf. So. Wie weit erkennt ihr das denn jetzt? Das Reservoir ist genau da. Und da ist allerdings ein 200er Lüfter. Der muss dementsprechend raus. Willst du wohl. Einsatz für den Wechselschraubenzieher.
So, der kommt jetzt raus, um ein bisschen, um mir genug Spielraum zu schaffen, um daran zu kommen. Das einzige Witzige wird dann das Kabel werden, weil das eventuell vom Lüfter getroffen wird. Da muss ich mir vielleicht noch was überlegen. Aber so grundsätzlich kommt das Ding da rein, ob es will oder nicht. Es wird einfach so irgendwie passend gemacht. Das Ganze, ich nehme mal an, das kann man auch, da kann man am Kontakt knicken, sollte man nicht zu oft machen. Es bricht ab, aber es funktioniert. Ach, da. Also das heißt, ich kann die LED passend da reinbauen, ohne dass der Lüfter das Kabel trifft. Hoffe ich zumindest. Gut, jetzt kommt er zur Seite. Vorsichtig, vorsichtig. So. Dann wieder wechseln auf die breite Spitze. Ganz vorsichtig. Zur Sicherheit. So. Alles klar. Oh, vielleicht mache ich den bis Samstag auch gar nicht mehr. Na, ich glaube, muss ich nicht, keine Ahnung. So, jetzt ist das raus, jetzt kommt das hier rein. Ja, es sollte funktionieren. Bisschen wackelig, aber es geht. So, jetzt ein bisschen Wasser. Gut, dann erstmal auf Position. Und dann festgedreht. Ich hasse es. Es ist zu schmal. Schon den breitesten Schraubenzieher, den ich so habe, genommen. Das funktioniert immer noch nicht. Jetzt versuche ich mal mit den Spitzen von der Zange da ranzukommen. Nee, klappt auch nicht. Gucke ich jetzt noch mal mit dem Finger irgendwie. Ich denke mal, es sollte dicht sein. Gut, jetzt ist eben die Frage, wir müssen das hier in dieses Loch bekommen. Das ist kein Problem. Und auch das abknicken nicht. Ach, aber es fällt raus. Oh, wow, wow. Blöd. Knicken die nicht irgendwie fest oder so? Geht ja gar nicht. Ich versuch's, aber wird nicht gehen. Dass sie sich da irgendwie klemmen oder so? Nö. Tun sie nicht. Danach, ich weiß nicht, mit Klebeband. Vielleicht eine Möglichkeit. Ansonsten hätte ich noch oder auch nicht
Ich hatte hier mal Patafix. Wäre vielleicht ganz gut gegangen. Tja, was macht man da? Klebeband, das ist einfachste. Ich muss mal gerade was holen. Bin ich wieder. Klebeband. Ist zwar jetzt nicht die beste Lösung, aber es ist eine Lösung. Ja. Auch wenn sie mir nicht unbedingt gefällt. Aber irgendwie muss man das Ding ja da drin halten. Also da gibt es garantiert bessere Lösungen für. Wenn man das Klebeband nicht abgehen will, weil das Messer stumpf ist. Ja. War denn jetzt? Wo hatte ich doch ein Messer hier liegen? Na, das heute. Ich hab ja nicht. Eine Schere. Das sollte ja auch gehen, oder? Okay. Ah, zu groß. Ich brauche noch die Hälfte. Eigentlich mit so einem Band hier festmachen. Ja, das passt. Moment. Ja, eins von schönen Bändern, die wir ja schon haben. Einfach durch und dran und so ist das Ding. Gut. Damit hätten wir Nummer 1. Jetzt kommt der Teil, vor dem ich ein bisschen fürchte. Das Teil hier wird rausgeschraubt. Und da das mit dem Festschrauben immer recht schwer ist, mache ich das eigentlich nur recht ungern. Oh, jetzt könnte ich ja eigentlich erstmal den der Lüfter wieder einbauen. Natürlich das Tesafilm, glücklicherweise. Hat er aufgeklebt gehabt. So. So. Jetzt können wir. Mm-hmm.
noch fast schon wieder fest. Und der letzte noch ansetzen und dann wird festgezogen. Fast schon. Und wie wir sie hören, hören sie nichts. Das war der Plan. Gut. Weiter am Plan. Die nächste will die Schraube rausdrehen. So. Okay, fehlen noch Dos. Ich auf der anderen Seite. Und Nummer 4. Anstrengend. So, hier noch unsere zwei LEDs. Natürlich an den Kasten ran. Ja. Hier sind wir los. Ich dachte, die kommt man hier gerade auseinander. Klar. Bisschen, weil die müssen, soweit ich weiß, da hinten durch. Jetzt vielleicht. Ach, was soll ich so hinkriegen? Ach, verdammt, jetzt wird das ja so unbedingt Schlauch. Ja, die Bohrungen sind da hinten. Was war das denn? Ja. Ah, der linke. So, kann ich das Ganze nur vorsichtig so rausholen. Ansonsten reiße ich mir da einen Schlauch ab. Wäre natürlich nicht so toll. Gut, jetzt müssen die LEDs hier hinten durch. Dann irgendwo hier wieder raus, aber das kriege ich ja hin. So. Jetzt erstmal rein damit. Und dann muss er doch noch unter dem Radiator durch. Wo es eh schon ziemlich eng ist. Doof. Bin ich. Ach, die Kabel klemmt ein bisschen deswegen nicht. Okay. Wunderbar. Ich versuche es mal mit der Zange. Ob ich ihn damit kriege.
schieben kann, wie auch immer. Ah, so scheint es zu funktionieren. Moment. Ach komm schon. Okay. Versuch's andersrum. Vielleicht funktioniert das jetzt einfacher. Fällt gerade was auf. Na, jetzt fokussiert er nicht. Da steht Phobia drauf. Und wer verkauft's? Alpha Cool. Richtig nett. Na hier. So. Wenn wir die Linie vorne ankommen. Nein, ich will nicht. Ist das Kabel zu gebogen und macht dann tatsächlich einen Kreis, wenn es da reinkommt. Ja, so. Ach komm. Jetzt schwierig die einzusetzen, wenn man den Kasten nicht rausziehen kann. Muss mal ein bisschen gucken, wie man das macht. Also seitlich geht das ja irgendwie. Ach komm. Schwieriger als man denkt schon. Kleine LED da rein zu bekommen, dann muss man die ja auch noch irgendwie so hinbekommen. Obwohl, ha, hier ist ein Loch. Ja. Ha, sitzt. Von hier aus. Aber man muss natürlich irgendwie befestigen. Ich bin da. Hab ich's doch. Hab ich ein Stück Klebeband verloren? Ich seh's. Na klar, der ist wieder abgehauen. Soll ich die jemals da festkriegen? Muss man ja verraten. Lebt das nicht mehr. Ich habe mir das eben ein bisschen einfacher vorgestellt. Vielleicht hilft es ja, wenn ich mal so überhaupt da
Mein Monatsstecker. So rum und so rum. Das hilft, wenn ich die festmache, wer weiß. So weit, so gut. Frage. Mittig oder seitlich? Was sagen Sie seitlich? Da reinzukommen wird eine Kunst. Wenigstens haut die LED nicht mehr direkt ab. Boah, die da reinzukriegen ist echt. Kann ich natürlich nicht. Doch, kann ich. Okay. Nur zur Sicherheit. Das wird's einfacher machen. Nur ein bisschen. So. So wäre der Plan. Jetzt brauchen wir nur noch ein sauberes Stück Tesafilm. Das funktioniert. Ich denke, das hält. Ja, passt alles. Numero Duo. Das hoffentlich. Ja. Das wird passen. Weil ich fast schon sage, zeitlich wäre eigentlich ganz cool. Aber. Naja. So, jetzt ist eben die Frage, jetzt habe ich ja hier oben einen, hier unten leuchtet mein Lüfter durch. Jetzt ist die Frage, wo tue ich die hin? Die hier außen hin oder da hin? Ich muss sagen, die wirklich so hell sind, mache ich die einfach. Oh, Moment. Ja, ich mache mal so, wie ich denke. Das kann man im Nachhinein ja noch notfalls ändern. So, Tesafilm. Ja. Noch weiter versenken. Oder? Ach nee, es war nur eine optische Täuschung, okay.
Gut. So, der Teil auch so gut wie abgeschlossen. Ach, gleich hier unten den. Ja, den muss ich auch mal anschließen. So. Verdammt, habe ich gerade Kabel eingeklemmt. Ich habe mich gefragt, warum das so schwer geht. Gut, jetzt wieder die Schrauben seitlich rein. Mann, freue ich mich schon mal drauf. Klemmen immer so schön. Also die ersten gehen immer, aber dann wird es schwer. Jetzt wird es dann interessant, ob es passt oder nicht. Muss ja eigentlich. Okay, die will gerade nicht. Die will tatsächlich nicht, die ist abgehauen. Was haben wir sie denn? Hallo. Und wo war sie doch? Ah, da hinten. Die wollte jetzt eigentlich recht gut da reingehen. Ich habe mir nur noch eine. Sehen. Na ja, gut. Wer nicht will, der hat schon mal. Das wird anders genommen. Gut. So, dann das ist angeschlossen. Das hier noch nicht. So, du musst so hier drauf. Du hier. So. So. Gut, das können wir dann. Ja, das so hin. Das passt schon. Sieht man das meiste eben nicht. Ist schon ganz cool. Der letzte wird eben hier oben festgemacht.
Gut, das müsste dann jetzt eben noch hier hin. So, dann wäre ich ja eigentlich mit der Seite fertig, oder? Drei LEDs sind drin. Lüfter sind angeschlossen. Der hängt da immer so ein bisschen verreckt. Warum auch immer. Na gut, dann jetzt. Also im Moment, vielleicht. Vielleicht klappt es ja tatsächlich schon. Hieran muss ich eigentlich nicht mehr. Gut, ist nur noch Kabel irgendwie. Oh, das geht so, so schwer zu. Aber es scheint eigentlich so grundsätzlich. Es passt alles soweit. Jetzt zwar sehr merkwürdig aus, aber sollte passen. Ja, das hatte ich mal ordentlich hingestellt. Auch wieder verabschiedet. Naja. Sind ja auch die anderen. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Bewegungsspielraum lassen sollen, aber das kann ich ja noch ändern. So. Frage, wenn ich vorne nochmal ran. Vielleicht wegen den LEDs, mal gucken. Boah, ich kann den gar nicht mal anfassen. Ach so, ja, unten. Sehr schön. Noch wieder anschließen. Was zum? Kann nicht sein. Aha, jetzt hat er was blockiert. Gut, der ist fest. Ich gehe mal den Kreislauf nochmal durch, damit er damit wir uns sicher sein können, dass er geschlossen ist. Vielleicht können wir. So. Gut. Da habe ich ja nichts losgemacht. Seht ihr? Da habe ich wieder festgemacht. Ja, Feder sitzt auch. Ganz wichtig, dieses Schläuchlein
Das passt. Aber gut, da will ich mir noch überlegen, ob ich es dann doch vielleicht ersetze oder nicht. Das wird sich dann zeigen. So, damit wären wir soweit durch. Das heißt, wieder befüllen, damit wir den laufen lassen können und wir gucken, ob alles funktioniert, wie ich mir denke. Hoffe. Ja. Dafür auch eine Kleinigkeit geholt, weil das die letzten Mal so umständlich war. Eine Flasche mit normalen Deckel und eine mit Loch, damit man hier ein bisschen pusten kann. Ja. Okay, das ist anscheinend fest, also geht das dann immer vom Ende der Flasche aus, also vom Boden. Naja. Gut. Was soll's? Oh, da ist so eine Spritztülle dran. Eine kleine. Da ist ein ganz, ganz feines Loch in dieser Spitze. Aber kann ich die abziehen? Ja, kann ich bestimmt, will ich aber gerade nicht. So, dann Trichter habe ich ja. Dann füllen wir das mal um. Mal wieder. Wir füllen. Also ich muss sagen, das ist jetzt wesentlich angenehmer als mit der Flasche und dem Trichter da reinzugehen. Also jetzt schon. Gut. So. Dann habe ich den Deckel da drüben. Vielleicht echt einfacher, wenn man davon das Teil abmachen könnte. Sifft das natürlich ein bisschen. So, runtergetropft. Also es geht raus. Allerdings recht schwer. Ah, haben wir es doch. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt einfacher, also schneller geht. Unmerklich. Aber dann aufpassen, weil dann irgendwann zu viel kommt. Oder man irgendwie durch Blasen sich das selbst irgendwie zumacht, wie auch immer. Thank you.
bisschen Vorsicht, hat sich nur noch eine Blase gebildet. Ist schon mal ganz gut. Jetzt nur noch ganz ein wenig ablaufen lassen. Ja. Jetzt muss das natürlich hier ein bisschen. Es ziert sich ein bisschen. Komm schon, ich muss auch schneller gehen. Mir jetzt selber eigentlich. Wenn man eben so komplizierte Sachen baut, mit engen Kabeln und was weiß ich. Unglaublich. So, jetzt wieder doch. Mann. Ich und mein System. Aber man kriegt es auch ganz lieb. Nein. Na gut, ausgerechnet der letzte Rest geht nicht mehr rein. Was soll's? Gut, weiter geht's. Ist gerade da drauf. Und weiter geht's. Warum passiert das immer mir? Mir und nur mir, immer mir.
fällt mir gerade ein, man könnte den Radiator auch zum Befüllen nehmen da oben. Jetzt staut sich ja schon wieder hier unten. Ah, klasse. Ja, also man könnte ihn zu befüllen nehmen, hätte ich ihn angeschlossen. Oh Gott, das wäre jetzt was geworden. Abgeschraubt, reingefüllt und hinten wieder rausgefallen. Ja. Natürlich. Klar. So, jetzt ist... Ach, Mann. Ein Tank nach dem anderen ist voll. Nur der voll sein soll. Hier hinten schon mit Grafikkarten ein bisschen was. Ja, mal gucken, ob ich noch was reinkriege. Ja. Ich dachte schon, hier hätte was getropft, aber läuft das nur den Schlauch runter. Ah, ja. So. Haben wir ein Stromkabel, das muss natürlich auf die andere Seite. So. Gut, dann Fuß am Sicherheitsschalter und was passiert? Da passiert was. Und überall leuchtet und ich glaube meine Pumpe hat gerade ein bisschen Luft gezogen. So, jetzt hat es so überall geleuchtet. Ich habe nicht aufgepasst, wo. Na. Dass da Papier liegt. Naja. Gut. Weiter geht's. Neue Flasche, neues Glück. Noch mehr Rumgespritzt. Ich hätte ein Handtuch rauslegen sollen. Oh. Also Nobulin 3, der mir da irgendwann mal geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du noch da bist. Ich werde heute kein Skill spielen, weil erstmal das ist der PC, mit dem ich Skill spiele. Und zweitens habe ich im Moment Probleme mit Skill im Aufnehmen. Soweit. Weil das fängt an zu ruckeln und das kann ich auf dem Tod nicht ausstehen. Nicht bei einem Shooter. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, es ist nur noch ein Liter, der da rein muss. Ob das jetzt wirklich eine gute Nachricht ist? Hm.
es schwer, in einer weißen Flasche weiße Flüssigkeit zu sehen. Vor allem, wenn da noch Schaum drauf ist. Das ist... ja, sehr schwer. Irgendwo blubbert es gerade ganz... ach, da drüben. Da blubbert es ganz heftig. Irgendwo hat sich da Luft einen Weg gebahnt. Mal. Anfang spinnt das Gewinde ein bisschen. Cool. Oh, das verteilt sich hier unten. Okay, sehr interessant. Naja, machen wir weiter. Gut. Mal so weit. Da ist noch nichts. Nehmen wir zur Sicherheit mal. Und? Ach, die sind fast zu hoch. Ui. Festgestellt, die LEDs funktionieren nur, wenn der Wasserstand hoch ist. Also muss ich vielleicht nochmal da ran und die nach unten setzen, damit das, vielleicht muss ich eben hoch voll kriegen. Sehr hoch voll, aber das kriege ich schon hin. Mal sehen, ob ich das heute noch hinkriege. Ich denke mal nicht. Gut, irgendwo kommt jetzt Luft raus. Was? Wo? Das war hier. Na gut. Hier oben, die laufen schon mal. Sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so deutlich, aber sie tun es. Also bis auf die LEDs, die hier oben zu hoch sind, passt es eigentlich ganz gut. Von der Tatsache aber auch absieht, dass die hier gerade so überhaupt keine Wirkung hat. Vielleicht ist Weiß dafür einfach ein bisschen zu kräftig von der Farbe her. Schauen wir mal wieder aus. Hallo.
Jetzt wunderbar. Gut, ich kann noch ein, zwei Sachen machen, aber im Großen und Ganzen. Hier abgeschlossen. Ja, auch wenn jetzt noch ein halber Liter reingehen wird, hier ist überall noch Luft drin. Naja. Komm schon. Du denn jetzt auf einmal Blasen hier oben. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr viel. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal dabei. Ich gucke, dass ich da noch ein bisschen Wasser reinkriege und dann ja, mache ich Schluss. Ist ja schon spät genug. Also dann bis Samstag, wenn die Teile da sind vielleicht. Mal gucken. Ciao.